zu beantworten. Was würde Jesus nicht tun? Küss mich nicht auf den Mund, frage nicht, ob du mir wehtust. Und wenn du das Losungswort hörst, hörst du sofort mit dem auf, was du gerade tust. Und, hast du eine Strumpfhose? Ich soll dich in Frauenklamotten knallen? Für dein Gesicht. Oh. Du sollst für mich ein gesichtsloser Angreifer sein. Hier, das gehört dazu. Wow, Sekunde. Könnte ich dich nicht einfach nur vermöbeln? Auf keinen Fall. Das Messer ist nämlich sehr wichtig für mein gesamtes sexuelles Erleben. Du musst vorsichtig sein, denn wenn ich auch nur einen Kratzer durch dieses Ding abkriege, bringe ich dich ins Gefängnis, noch bevor du deine Hosen anhast. Sonst noch was? Ja, noch eine sehr wichtige Sache. Was auch immer du tust, vergewaltige mich nicht auf dem Bett. Die Bettdecke ist aus Seide und das gibt Flecken. Also fick mich auf dem Fußboden, aber nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einem Handtuch auf dem Boden, aber auf dem Holz und nicht auf dem Vorleger. Geschnallt? Geschnallt. Was ist das Losungswort? Pudel. Oh Gott, nein! Echt? Nein, Hilfe, bitte! Nicht das Bett, nicht das Bett! Oder den Teppich, oder den... Geh einfach aufs Handtuch! Ja. Schon vergessen, das Handtuch! Ja, ja. Au, 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 au! Nein, bitte! Bitte, siehst du mir weh! Okay. Sagte ich schon Pudel? Nein. Dann wird mir offensichtlich auch noch nichts wehtun, du verdammter Idiot. Sekunde, warte mal, sind das nicht meine Strumpfhosen? Ja. Das gibt's nicht. Was ist das für ein Vergewaltiger, der nicht mal seine eigene Strumpfhose dabei hat? Tut mir leid, aber die Drogerie hat... Verdammt nochmal, auf dich zu entschuldigen, du verblödeter Scheißer. Ja, das ist schon besser. Und jetzt schlag mich. Willst du, dass ich dafür das Messer benutze, oder? Nein, nicht mit dir. Wenn du jemanden mit dem Messer schlägst, nennt man es Abstechen. Also schlag mich. Au, aber nicht auf den Kopf, du Blödmann. Du verursachst mir eine Gehirnerschütterung. Tiefer. Tiefer. Halt verdammt nochmal deine Klappe. Ich werde dich jetzt auf meine Weise vergewaltigen. Alles klar? Weißt du was? Wenn du denkst, du kannst hier einfach so die Spielregeln ändern, kannst du und dein kleiner Freund gleich nach Hause gehen. Also, wir könnten es auch wieder auf deine Weise machen. Also jetzt komm schon! Okay, okay, okay. Hier, einen Moment, eine Sekunde. Was ist denn mit mir? Was passiert jetzt? Du kannst dich entsetzen, deinen kleinen Freund kümmern. Wenn du fertig bist, du einfach alles aufs Handtuch. Ich will nichts ändern. Hey, warte mal kurz. Wo hast du denn gerade hin? Hey! Pudel!